Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Woche Foundation. Jawohl, wir sind wieder am Start, wir sind wieder am Stissel. Na, und ich würde mal sagen, wir fangen wie jeden Samstag, wie gewohnt, mit unserem geliebten Jeffrey Report an. Na, der sich überraschenderweise relativ schmal hält diese Woche. Aber wir stehen ja hier im noch ziemlich am Anfang, fürchte ich. So, fangen wir mal an. Foundation Folge 007. Musst du noch eine Tür in die eine Schatzkammer-Erweiterung einbauen, die du an das eine Wohnhaus drangesetzt hast? Denn ich weiß es nicht mehr, ob die Schatzkammern überhaupt eine Tür brauchen, wenn die so für sich stehen, ohne direkt an das Herrenhaus anzuschließen. Können wir gleich mal schauen. Aber ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Globig. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich da eine angebaut? An einem Wohnhaus? Ach, hier hinten, ne? Aber das war doch eine Erweiterung, oder? Herrenhauserweiterung, genau. Zählt also noch mit dazu. Ja, aber ich glaube, das macht echt nichts aus. Kann ich mir jetzt auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ne, glaub nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich gerade hier schon so rumstehe, könnten wir eigentlich im Prinzip hier nochmal eine hinbauen lassen. Ne? Hier, guck mal. Ja, die Frau Sonnenschein, da ist sie ja. So, packen wir das mal dahin. Da stört es auch nicht. Und dann können wir gleich hier noch eine hinpacken. Da stört es auch nicht. Halt, erstmal drehen. So, zackeli, wupp. Und dann haben wir wieder zwei mehr. So, und hier haben wir doch, ist das auch Herrenhaus? Ich glaube ja. So, das glaube ich auch Herrenhaus. Guck, da kommt doch gleich jemand und geht wieder. Wo geht er denn hin? Ah ja, so macht er. Manchmal haben die echt seltsame Wege. Was will er denn haben? Werkzeug wahrscheinlich, oder? Ne, 50 Bretter. Wie viele Bretter haben wir denn im Moment? 42? Sorry, Bruder. Das wird nix, Brudi. So. Gut. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen, aber da sind wir noch lange nicht. So, Foundation Folge 008. Die Terrain-Mod sieht echt interessant aus. Habe ich noch nicht einmal auf dem Schirm gehabt. Sie ist bestimmt beim Hausbau in der Hanglage sehr hilfreich. Oh ja, das ist sie. Wenn du bis Ende der Woche noch mehr bei den Erzvorkommen bist... Moment, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Jetzt ist die Stimme wieder einigermaßen flüssig. Dann muss ich mich noch ein bisschen anders hinsetzen und dann können wir hier mal weitermachen. So, also nochmal. Wenn du bis Ende der Woche noch bei den Erzvorkommen bist, denk dran, eventuell einen Weg durch den Wald frei zu machen, damit die Leute dann durch den Wald und nicht wie sonst außen um den Wald herumlaufen, um zu dem Erz- und Steinvorkommen zu gelangen. Das wäre ja wieder ein großer Umweg, außer es passt nicht in deinen Bebauungsplan. Grins. Guck mal, habe ich das nicht schon gemacht? Hatte ich das nicht? Nee, habe ich nicht. Ja, bei sowas gehe ich mal ganz gerne so vor, dass ich das hier quasi anlege und dann schaue ich, wie die Leute laufen. Ja, und dementsprechend plane ich dann den Weg ein. Also das sollen sie schon ein bisschen eigenständig machen. Das klappt dann schon. Irgendwie, hoffe ich mal. Denke ich mal. So. Den Bru konntest du nicht auf der Salzstraße so weit nach hinten setzen, da er dann über bzw. im Wasser normalerweise gestanden hätte. Zumindest ist das für mich die logische Erklärung, dass es nicht ging. Ich hoffe nur, dass die Salzstraße, sind übrigens echt schick geworden, in der nächsten Folge noch da ist. Denn das Neuladen laut der Mod hast du vergessen. Obwohl ich nicht weiß, was das überhaupt bringt. Grenz. Ja, die sind noch da. Und dieses Neuladen von der Mod bewirkt eigentlich im Prinzip nur die Wegfindung für die People. Ne? Dass die, aber es klappt auch so ab, eigentlich. Also ich habe jetzt noch keine Probleme gehabt mit der Mod. Ne? Also relativ easy. Easy peasy. Ne? So. Foundation Folge 009 zu Terrain-Mod. Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Kleiner Augenblick wieder.
So, jetzt, also heute, ne, ganz schlimme. Jo, guck mal, zu Dramot, dir ist doch sicher auch der kleine rote Punkt beim Setzen dieser ummauerten Terrassenplatons aufgefallen, oder? So wie ich das beobachten konnte, ist diese Seite mit dem roten Punkt die Seite, die immer aus dem Berg herausragt, und die anderen Seiten gehen in den Berg hinein und bilden dann das Plateau, wo du dann die Häuser raufbauen kannst. Vielleicht hilft das ein bisschen weiter, um immer gleich die richtige Seite des Plateaus zu erkennen. Das Bergdorf ist eine tolle Idee und ich freue mich schon drauf, wenn es fertig ist. Grins, Grinser. Oh, ist immer ein bisschen schnell hier gerade unterwegs, ne? Entspannt euch mal, Kinders. So. Bestens. Ja, dieses Platon, wenn du die setzt, ne? Also im Forum kam auch der Hinweis, im Forum, im. Na, ich muss mir erstmal wieder hier. Ne? War eine harte Woche. So. In den Kommentaren war auch der Hinweis von wegen, dass die ja diesen roten Punkt haben und dass dieser rote Punkt eigentlich der Dreh- und Angelpunkt ist, an dem du das Teil dann drehen kannst. Ja, aber ich finde das hier gar nicht mal so schlecht, dass es hier so komplett raussteht. Ja, passt sich ja trotzdem ganz gut im Berg an. Ja, also, das könnte gut klappen. Könnte. Ja. So, Foundation Folge 010. Vielleicht solltest du für das Bauen im Bergdorf jedes Mal die Terrain-Mod neu öffnen bzw. setzen, damit du nicht immer diese blöde Meldung bekommst. Und so würde man auch nicht aus Versehen etwas löschen oder verschieben. Das ist auch so ein Ding, was sie mit dem neuen Update herausnehmen könnten. Ja, aber sie hatten ja leider andere Pläne für das Update, ne? Wissen wir ja alle. So, snappen die Treppen bei dem Kirchenplateau echt nicht das Plateau an? Nee. Machen Sie nicht. Musste freihändig setzen. Ist aber okay. Ist okay. Ich finde es ein bisschen steil, ne, aber sie kommen ja, ne, kommen ja ganz gut an. Und wer glaubt, ne, der muss leiden. Das war ja bei der Kirche immer schon so. Ne, deswegen sind auch die Bänke so hart. Und ich als ehemaliger Messdiener kann euch davon ein Lied singen. So, lass mal kicken. Bam, 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 bam. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Hast du eigentlich den Fischhandel mit den Nachbardörfern aktiviert? Ich frage deshalb, weil der Fischbestand die ganze Zeit bei 300 steht und die Fischer bestimmt auch nicht mehr rausfahren, da die Lager der Fischerhütte vielleicht auch schon voll sind. Die Lager der Steine scheinen auch alle voll zu sein. Da würden sich doch der erste Steinmetz gut machen. Genug Stoff für seine Steinmetzhütte hätten wir ja. Aha. Mensch, auf was du alles guckst, ne? Das ist schon fast echt unheimlich da. Unheimlich. So, lass mal gucken hier. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal in den Handel rein. Wir schauen erstmal die Handelsrouten an. Möchte kaufen, kein Fisch. Und möchte kaufen, Fisch. So, haben wir aktiviert. Dann Fisch. Wo ist er? So viel haben wir noch gar nicht. Ach, guck mal, den habe ich noch gar nicht gemacht. Mensch, ich bin den Chef, den ich hätte. So, alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Wir verkaufen alles oberhalb von. Ich will mal sagen 200. Dann haben wir immer noch ein bisschen genug Fisch auf der Dash. Na, das passt dann schon. So. Damit sollte der Jeffrey glücklich sein. Hoffe ich mal. Hoffe ich. Hoffe ich. Haben wir überhaupt ein Handelskontor irgendwo, wo wir die einlagern, außer in den Fischerhütten? Ja, hier. Hier ist der Fisch drin. Da fühlt er sich gut. Na? Schauen wir mal, wie viel haben wir denn da drin? 200. Ja, das ist okay. Ist okay. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wann der erste Händler dann kommt und ob der dann was mitnimmt. Na, so. Gut, wo bin ich jetzt? Ist die Zimmerei Sägewerk eigentlich voll besetzt, weil die Bretter Mitte der Folge schon recht knapp waren? Muss mal gucken. Momentan sind, glaube ich, zwei drin. Wir können aber noch jemand einen Gesellen dazu nehmen. Na, Platz haben wir ja hier genug. Na? Bobby die Säge, genau. Genau. Übrigens, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Aber vom guten Bobby gab es. Warte mal, ich muss mal, wir haben ja Zeit. Ne? Wir haben ja Zeit. Ich muss mal mein Handy aktivieren. Dann gehen wir mal auf YouTube.
Na, komm, lad. So, dann gehen wir mal auf meinen Kanal. Oder auch nicht. Doch jetzt. So, mein Kanal. Hallo. So, guck mal, ich muss mal wirklich gucken. Lass mal hier reingucken. Community. Kanäle, Kanal, Info. Videos. War das auf der 10? Ja? So, lass mal gucken. War das auf der 10? Doch, ja. Und zwar ist der gute Bobby ja eigentlich auf YouTube die Amone, ne? Amo One. So, jetzt habe ich es. Und der hat nämlich einen Tagebucheintrag, Tag 1 geschrieben, unter der Folge 010. Und da bitte ich euch wirklich, lest euch das wirklich mal durch. Der hat sich wirklich Mühe gegeben und es ist wirklich richtig gut geworden. Und lasst einfach mal ein Like unter dem Kommentar, da freut er sich. Ne? Genauso Dieter hat auch wieder was geschrieben. Na, hat wieder ein Gedicht vom Stapel gelassen. Ich glaube, das war bei Folge 08 oder 09. Müsst ihr mal gucken. Müssen wir mal schauen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Da haben wir jetzt also drin, das ist okay, dann können wir eigentlich das Sägewerk eigentlich auch noch um. Bobbys, Bretter, Bobbys Bretterbude, ne, das passt doch. Bobbys Bretterbude, okay, bestätigen, gespeichert. So, dann haben wir das, dann passt das, ne, und dann können wir hier mal mit dem Report weitermachen. So, wie wäre es denn, wenn statt der Burg das Kloster dort oben auf dem Berg hinkommen würde? Was meinst du? Nee. Also Bergklöster, ja, gab es, aber für das, was du an Gebäuden brauchst und was du Platz brauchst eigentlich im Prinzip, ne, sind die Berge hier eigentlich ein bisschen, weiß nicht, ne? Das hätte ich, glaube ich, echt eher auf dem flachen Plateau, ne? Plateau, auf dem die Plateaus verfolgen uns heute, ne? Da, glaube ich, macht es mehr Sinn. Na klar, kann man jetzt mit der Terror-Mod, kann man jetzt hier noch ein bisschen ausgleichen und so, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Will man mal gucken. Sehen wir mal. Schauen wir mal, ne? So. Gleiskit, ich danke dir mal wieder für eine schöne Foundation-Woche, in der du mich oft zum Lachen und Schmunzeln gebracht hast. Und ein, zwei Momente, jetzt muss ich aber den Fernseher anschreien, waren auch dabei. Zwinker, breit, grins. Da kann ich nur eins sagen, I love to entertain you. Ne? Macht ja immer auch Spaß mit euch. Deswegen mache ich es ja so lang. Ne? Einfach, weil ihr da seid und weil es einfach Spaß macht. So, damit hätten wir den Jeffrey-Report heil überstanden. Ich wische mir mal den Angstschweiß von der Stirn und dann würde ich sagen, machen wir hier auch gleich nahtlos schön weiter, weil da hat er nämlich recht gehabt mit den Steinen. Wir haben jetzt 250 Steine, allerdings jetzt mal genau betrachtet, ja, dadurch, dass wir hier oben ja noch an der Kirche rumdödeln, na, und da garantiert noch ein bisschen mehr Zeug kommt und wir momentan auch kein Marmorvorkommen haben, und Steinquader. Da warte ich erstmal, bis wir hier hinten das Gebiet erschlossen haben. Na? Da warte ich lieber nochmal. Was haben wir denn hier hinten? Haben wir nochmal Gold. Hier haben wir nochmal Quarz. Okay, das Quarz ist an mir vorbeigegangen. Und ich würde sagen, wir schicken auch gleich mal die Frau Sonnenschein wieder on Tour. Na? Und können ja bloß noch einmal. Wo ist denn das? Ah, da. Dann würde ich sagen, schicken wir sie mal los und dann finden wir raus, was hier noch so rumlungert. Gut, gibt es eigentlich auf der Map noch irgendwo anders welche? Oder ist das hier die einzigste Ecke? Die einzige Ecke. Die einzigste. Gleich mal auf die Finger gehauen. Schaut nicht so aus. Schaut irgendwie nicht so aus.
Da würde ich aber sagen, können wir natürlich mit der Aladdin-Mod noch ein bisschen nachhelfen. Das ist okay, denke ich mal, weil es ist schon ein bisschen blöd gesetzt. Ne? Hier nur an einer Ecke irgendwie. Das ist schon, na, ein bisschen wenig. Bisschen. So, dann würde ich doch glatt mal sagen, machen wir da doch gleich mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Gut, das haben wir schon. Dann könnten wir eigentlich anfangen mit dem Eisen. Das könnte man mal machen, ne? Das könnte man machen. Aber da würde ich fast sagen, machen wir hier noch ein Häuschen hin. So, zack. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, da ist jetzt der rote Punkt. The Red Point. Und der rote Punkt geht ist wirklich immer nur. Der geht nicht in den Berg rein. Gut. Und er ist Dreh- und Angelpunkt allen Übels. So, dann können wir doch den eigentlich hier im Prinzip hier so hinsetzen. Zu weit. Ist weg. Ist ja wieder klar. Ne? Ja, ist ja wieder klar. Machen wir es jetzt noch. Immer noch? Nee. Hier so hin. Ach, das ist halt jetzt doof, ne? Weil der jetzt halt. Ist halt. Man könnte das auch so machen. Oh, dann ist es nicht ganz so steil. Könntest du so machen. So ist cool. Ach komm, jetzt nerv nicht. Ne. So, dann machen wir so ein bisschen Scheps. Dann habe ich nämlich von oben den Einstieg. Könnte klappen. Könnte klappen. Ja, könnte wirklich klappen. Lass ich mal bauen. So. Und dann können wir hier noch ein kleines Häuschen draufsetzen. So. Was haben wir denn für ein schönes? So. So, ne? Können wir noch glatt hier so ansetzen. Ja, passt das doch. Mit der Tür passt es auch noch. Geht es ganz runter? Wenn nicht, muss ich ja den Busch hinsetzen. Ja, das geht. Das geht. Lass ich mal bauen. So, dann machen wir mal die Zeit ein bisschen höher. Zack, zack. Dann Beförderungen. Haben wir irgendwie zu Leibeigenen? Ja, haben wir. Machen wir mal mit. So. Da werden dann die ersten jetzt gleich garantiert meckern, dass sie keinen Wohnraum haben. Wo hapert es eigentlich hier momentan am meisten? Gottesdienst. Okay. Und Gehäuse. Ja, aber da arbeiten wir ja dran. Da arbeiten wir doch dran, Mensch, Spiel. Ja. Könnten eigentlich hier noch so hier einfach können wir hier doch noch ein Haus bauen, oder? So, hier hin. Bei der Kirche. Gegenüber von der Kirche kommt immer gut. Dann lasse ich hier noch ein bisschen Platz. Eins und eins quer. So, bisschen dran gesetzt. Ja, komm. Ist ein bisschen blöd mit dem Dach oben. Das gefällt mir so eigentlich nicht. Da gibt es garantiert wieder Probleme. Lass mal eine kleine Gasse. Da lassen wir eine kleine Gasse. So. Dann haben wir hier noch ein paar Reservehäuser. Das passt ja. Gut. Da oben ist das Haus schon fertig. Noch nicht ganz, ne? Es schaut schon ein bisschen knapp aus, ne? Ja, aber ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Weil. So. Weil. Ich brauche eine Mauer. Und zwar irgendwas Schönes. Kleines. Wie hoch sind denn die eigentlich? Nee. Nee, die nicht. Dann doch.
doch so. Wie schaust du so aus hier? Ach, das schaut doch lieb aus. Das schaut doch ganz lieb aus. Das können wir hier so draufsetzen. So, mal hier noch ein bisschen drehen. Na komm. So. Und hier so drauf. So. Dann passt es. Na guck mal. Schaut doch ganz nett aus. Das schaut doch ganz nett aus. Das ist okay. So, und dann brauchen wir Mods, 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 Fantasy. Warte mal, erstmal Nature. Weil ich hätte ganz gerne hier dann einen schlanken Baum. Geht er da rein? Ohne dass man ihn sieht? Ja. Geht er. Ja, schaut ein bisschen raus. Schaut ein bisschen raus, dann müssen wir ihn ein bisschen drehen, geben ein bisschen rein. Aber dann steht er mir zu arg hier drin. Schaut so aus. So ist noch einigermaßen realistisch. Muss mal wieder mit Büschen arbeiten, ne? Oder aber ich setze mir hier. Guck mal. Das haben wir noch nicht gemacht in der Form. Dann fällt es auch nicht so auf. So. Lass mal gucken. Bauen. Ja, passt. Kann man lassen. Kann man lassen. Kann man lassen. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen. Nee. Falsch. Wollte was anderes machen. Ich wollte ja was anderes machen. Mods, Fantasy Decorations. Kommt dann einmal hier so hin. Damit ich das später noch anklickern kann, kommt hier am Wegesrand noch eine Schubkarre. Vielleicht andersrum ist, glaube ich, gescheiter. Ja, nicht hoch. Obwohl, nee, ich kann es ja nicht kippen. Das ist ja das Dumme. Ich kann das ja. Komm, jetzt lass dich einfach so. So. Das geht noch einigermaßen. Oder hier unten hin. Machen wir so. Das schaut doof aus. Nee. Nee. Nee, dann machen wir was anderes. Da finde ich garantiert noch ein bisschen was anderes. Mal schauen. Mir geht es ja nur, dass ich irgendwas zum Anklickern habe. Ja. Und dann brauche ich nämlich eine Bank. Ich brauche eine Bank. Bank. Give me a bank. Holzbank ist immer gut. Kommt hier so hin. So. Trülü. Sehr schön. Sehr schön. Dann vielleicht noch so ein Holzstuhl daneben. Da sitzen die dann abends immer. Quasseln. Ist der nicht ein bisschen. Nee, ist genauso. Okay. Sah jetzt ein bisschen komisch aus. So, und dann vielleicht noch. Was haben wir denn hier noch? Passt das von der Breite her? Könnte ein bisschen eng werden, ne? Aber gut, probieren wir es aus. Ja, guck hin. Können wir aber wieder einen Springbrunnen bauen? Ja, auch was Schönes. Ja, das passt rein. Nur die Frage, das ist okay, jetzt wird es passen. Bisschen höher. So. Einfach nur als Eyecatcher. So, dann haben wir das. Dann würde ich fast vorschlagen, machen wir. Die Holztüren sind zu. Ja, die sind zu wuchtig. Die sind zu wuchtig. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Büschken. Genau, machen wir hier noch ein paar Büsche hin. Zack. Die erhöhen gleich, glaube ich, ab. Zierelement. Okay, aber sie scheinen ein bisschen Auswirkungen zu haben, oder? Kann das sein? Kann das sein? Größe veränderbar. Das ist nicht die Größe, ist die Höhe. Mensch, Spiel. So, dann pflastern wir hier das mal ein bisschen. Dann machen das mal ein bisschen schöner hier. So. Genau, und hier noch ein bisschen was Buntes hin.
als Abschluss von der Mauer. Das passt doch. Ja, kannst du lassen. Das kannst du lassen und dann setzen wir hier noch ein bisschen was Buntes hin, damit es nicht so trist wirkt. So. Perfekt. Okay, lassen wir mal bauen. Ja, guck mal hin. Schaut doch richtig verträumt aus. Ja, und die kommen da schon rein. Die werden da schon reinkommen. Und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Ne? So, und damit hätten wir unser Bergdorf hier schon mal ein Stück weitergebracht. Die Kirche ist schon fertig. Mal gucken, Dorfkirche. Ja, fertig. Dorfkirche ist fertig. Da muss ich noch ein Kreuz draufsetzen. Ich hoffe mal, dass es jetzt richtig rumkommt. Jawohl. Passt. Passt. So. Reicht. Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir auch Kreuze drauf. Alles gut. Hier sind Kreuze drauf. Alles gut. Und wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? So. Okay. Also mal kicken. Das habe ich jetzt so einigermaßen vorbereitet. Das ist okay. Da können dann welche einziehen. Mal schauen, wie flott die hier die Treppen hochkommen. Respekt. Da ist diese Donne nicht fertig. Doch noch nicht fertig. Aber jetzt. Jetzt ist sie fertig. Stimmt ja, ich habe ja die zwei Kreuze drauf gesetzt. Ah, ich bin so vergesslich. So, das passt doch richtig super. Das passt damit richtig super. Sehr schön. Echt schön. Ja, das passt. Aber wir wollen uns ja jetzt hier mal dem Eisen widmen. Deswegen würde ich fast vorschlagen, klicker mal hier mal ran und bauen uns erstmal hier das Leben schön. So, eins. Na komm. Zwei. So, das schaut doch gut aus. Und dann können wir hier noch ein bisschen Deko platzieren. Zack. Zack. Kommt immer gut. Und wir können auch noch hier einen Karren, aber das machen wir lieber händisch. Dann brauchen wir natürlich das Lager. Das Lager brauchen wir dann noch. Das würde ich... Ich habe mal den Eindruck, hier ist nichts drin. Deswegen setzen wir uns das Lager mal ganz frech hier hin. So. Und dann können wir es bauen lassen. 30 Werkzeuge brauchen wir dafür. Und wir haben im Moment Werkzeuge 10. Ja, können Sie jetzt ein bisschen hinziehen. Aber wir können es schon mal zumindest bauen. Das ist doch gut. Ja. Hier wird gearbeitet oder wird hier nur rumgelockert? Nee, es passt. Das passt. Okay, wir haben hier die erste Köhlerei. Die könnten wir jetzt eigentlich schon in Betrieb nehmen. Hätte ich fast vorgeschlagen. Und dazu würde ich aber ganz gerne das alles ein bisschen hübscher hier gestalten. Aber jetzt müssen wir erstmal durch das schlechte Wetter hindurch. Durch den Monsun. Sorry. Schauen wir mal. Kicken wir mal. Was haben wir denn hier eingelagert? Weiß das noch jemand? Holz. Jede Menge Holz und jede Menge Bretter. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann brauche ich allerdings... Da bräuchten wir eigentlich hier so ein kleines Lager für die Kohle. Lass mich mal überlegen. Wo setze ich denn überhaupt die Eisenschmelze hin? Eisen. Pupeisen. Da ist die Schmelze. Wäre eigentlich hier nicht schlecht, ne? Da haben wir ja dann alles so gleich am Start und in der Nähe und überhaupt wäre das alles ganz toll. So, jetzt müssen wir bloß mal kicken, wo war denn hier, ich glaube so rum, ne? Lass uns die mal hier so bauen.
die Eisenschmelze. Katsching. Upgrade, nein, können wir noch nicht. Gut, dann kommt die hier hin. Wir setzen jetzt aber mal die Prio auf hier. So, Gebäudeprio ist okay. Nicht okay. Gut. Haben wir hier die Köhlerei. Da kommt garantiert noch eine zweite dazu und vielleicht noch eine zweite Eisenschmelze. Dann wird das nämlich hier natürlich dann so der Platz sein, wo wir quasi das Eisen dann exportieren zu irgendwelchen anderen Dörfern. So ist der Plan. Ja. Könnte klappen, ne? Könnte klappen. Da können wir hier auch noch ein bisschen grün machen, oder? Aber das machen wir hier mit unseren... wo hat man das denn? Decorations? Schauen wir mal, was wir hier noch rausholen können. Dass es einigermaßen schön ausschaut. So. Ja, so. Quasi ins Haus eingewachsen. Aber finde ich nicht schlecht gerade. Finde ich so nicht schlecht. Okay, lass ich mal bauen. Ja, guck mal. Schaut gut aus. So, und dann unsere Shrubberies. Die guten Shrubberies. Dann nehmen wir nochmal kleine. Kleine Shrubberies noch dazu. Dann packen wir die mal hier hinten so rein. Lass mal hier so gucken. Das wächst ein bisschen so über die Mauer drüber. Das ist okay. Dann kommt hier noch einer hin. Hier machen wir das genauso, allerdings machen wir das hier hin. So. So. Ja, das passt doch. Das passt, würde ich sagen. Sehr gut. Das passt so sehr gut rein. So, dann Boote. Was will er? Hallo? 30 Bären können wir liefern. Können wir locker liefern. Ich will jetzt allerdings nur schauen, wer braucht's. Tschack, tschack, tschack. Klerus. Der Klerus. So, können wir gleich liefern? Ja. Ideal. Ideal geliefert. Perfekt. Perfekt geliefert. So. Sehr, sehr schön. Wie schaut es hier hinten aus? Ja, fehlen noch 15 Werkzeuge und ein bisschen Bretterzeug. Dann sind wir da aber auch am Start. Das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Und wie sind die jetzt gelaufen? Die sind hier einmal außen rum gelaufen. Ne? Die latschen mir nicht durch den Wald durch. Das ist gut. Das ist okay. Und das, als wenn ich es geplant hätte. Als wenn ich es geplant hätte. Nee, ist okay. Wir sind bei einer 100% Zufriedenheit mit 60 Einwohnern. Damit kann ich leben. Na? Aha. Scheint ja alles zu laufen. Das ist in Ordnung. Da können wir doch gleich mal mit der Gestaltung hier ein bisschen anfangen, ne? Das könnte man mal machen. Mods. Zack. 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 Achso, die kriegen ja sowieso nochmal eine Budu. Budu, Budu, Budu. Kriegen die hier noch auf den Weg gesetzt. Dann können die da hier schon mal Wasser trinken. Na, wenn sie wollen. So, und lass uns mal gucken, was können wir denn hier mal Schönes machen. Verdacht der Ressourcenschuppen. Die finde ich echt cool. Die kann man nämlich ein bisschen so hierher setzen, so als wenn die da ihr Arbeitsmaterial drin haben. Na? So. Zack. Zack.
So ein paar Hütten nebeneinander. Das ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. Dann noch hier so, hier machen wir den Verladeplatz quasi. Machen wir den mal hier so hin. So. Dann noch ein schöner großer Kran. So. Das ist doch gut. Boot setzen wir uns noch hier hin. Ist klar. Machen wir natürlich nicht. Aber wir setzen quasi schlechtes Wetter. Jawohl. Setzen wir hier noch einen Wagen nebendran. So. Gut. Kohle. Nee. Steinziegel? Nee. Verschiedene Ressourcen. Verschiedene Ressourcen, die können wir uns hier mit hinsetzen. So. Wir haben aber keinen. Wir haben in dem Sinne kein wirkliches Eisen, ne? Haben wir irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Das ist natürlich doof. Wo transportieren die das Bretter? Nee, Versand? Nein. Tonkrüge machen sie auch nicht. Ich würde sagen, wir machen Kisten, oder? Packen die das in Kisten? Schwierig. Echt schwierig. Ich würde sagen Kisten. Komm, wir lassen Kisten. Wir machen mal Kisten. So. So, dann hätten wir hier schon mal ein bisschen das Ganze ein bisschen heimelig. Ne? Ja, warte mal. Warte mal. Es schaut mir ein bisschen leer aus. Kann man doch garantiert was reinfriebeln, oder? Na, siehste. Lass mal einen leer. Das ist doch okay. Obwohl, die Kohle könnte man ja auch hier hinsetzen. Das ist ja egal. Schaut trotzdem gut aus. Das schaut trotzdem gut aus. Und dann warte ich jetzt allerdings noch, bis die hier fertig gebaut haben. Dann machen wir hier noch ein bisschen Grasentfernung. Dann schaut es bestimmt nett aus. Das schaut doch dann bestimmt nett aus. Ist hier schon jemand eingezogen? Glaube nicht, ne? Wir haben 12 Platz in den 3 Häusern. 4 davon sind eingezogen. Das passt. Das passt. Das ist okay. Das ist okay. Das kommt gut. Ja. Ja, wirkt schon nicht schlecht. Das da oben. Ja. Hat was. Das hat was. Jetzt will ich aber trotzdem mal noch was probieren. Und zwar will ich mal was gucken. Ja, ich weiß. So. Dann hier so rausgezogen. Das klappt nicht. Okay. Wenn ich so mache, dann geht er hoch. Okay. Schwierig. Aber wir könnten hier noch mal ein paar Häuser davor setzen. Dann wirkt es hier nämlich auch nicht so wuchtig und es wird ein bisschen so stufenförmig runtergesetzt. Aber nicht so einfach hier. Ja, da geht er hoch. Gut, so geht er hoch. So geht er runter. Zu weit weg. Ach, Spiel. Oh, das ist aber echt ein kleiner Radius, ey. Lass mal gucken, das kann ich doch garantiert noch. Genau. Könnten wir hier so schaffen? Das ginge. Das würde auch eine coole Möglichkeit für einen Friedhof bieten.
Könnte es. So, dann haben wir ja noch die Stufen, okay. Dann haben wir noch Leitern, die wir anbringen können, okay. Dann haben wir noch einfach nur Grünflächen, die man selber umranden kann, okay. Eckpunkte. Autobahn. Das ist natürlich auch noch cool. Ui. Halleluja. Aha. Kannst du übertreiben, ne? Ja. 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 Ein bisschen kleiner ging es nicht. Okay, Steinplateau. Ja. Wem es gefällt. Na gut. Na gut. So, dann würde ich sagen, sind sie schon fertig geworden? Ne, mir was fehlt noch? Alles da, okay. Wir müssen allerdings noch ein bisschen warten, bis der Baumeister kommt. Und das dann da fertig macht. Ne? Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Impressionen verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder in aller Frische zu einer neuen Folge Foundation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Über Abos freue ich mich immer, ne, obwohl ich momentan echt nur so eine Stagnation habe. Ne. Es kommen welche dazu, dann gehen wieder welche weg. Ist ganz komisch. Aber gut, ne, das ist nicht so mein Fokus. Ne, sprich Abonnenten und Co. Schön, dass ihr da seid. Ist natürlich auch ein bisschen schön fürs Ego, aber ist halt nicht das Wichtigste im Leben. Ne. Gut, Kinders, dann bis Sonntag. Ich freue mich. Tschüss.